Hallo liebe Messerfreunde, heute stelle ich euch dieses wunderschöne Messer von Kaiser vor. Als allererstes mal möchte ich mich entschuldigen, dass ihr von mir schon lange nichts mehr gehört habt. Es liegt einfach daran, dass ich mir eine Wohnung gekauft habe und da gab es einfach viel zu tun. Und als Familienvater ist es auch wirklich teilweise sehr schwer, Zeit zu finden, um seinen Hobbys nachzugehen und ja. Ich denke, die in der gleichen Situation sind, wissen schon, von was ich rede. Also jetzt kommen wir mal zurück zum Messer. Ich habe mir vor circa 2 Monaten dieses schöne Stück hier gekauft. Das ist das Original XL von Kaiser. Und ich muss sagen, ich bin wirklich einfach nur begeistert von diesem Messer. Es hat einen Button Lock und Green Micarta Schalen. Die sind selbsttragend. Das heißt, das Messer ist auch wirklich sehr leicht. Wir haben hier gerade mal ein Gewicht von 66 Gramm, also das trägt echt kaum in der Hose auf. Wir haben hier Daumenpins und die Action ist wirklich wunderbar. Also ich bin echt begeistert. Ich glaube ehrlich, ich habe noch nie ein Messer gehabt mit so einer geilen Action. Egal ob über den Button Lock oder über die Daumenpins. Es läuft butterweich, fällt von alleine. Ja, läuft natürlich auf Kugellager, das merkt man natürlich sofort. Was gibt es denn noch? Die Klinge ist aus 154 cm, was auch ein sehr guter Stahl ist. Er ist leicht zu schärfen und hat eine gute Schnitthaltigkeit. Ansonsten haben wir auf der anderen Seite das Kaiser, also den Kaiserschriftzug und die Nummerierung. Die Klinge, die hat 7,6 cm und eine Klingenstärke von 3 mm. Ah, hier hinten haben wir noch einen Schriftzug, Original Green XL. XL passt jetzt nicht so gut zu dem Messer, weil ja, es ist so mittelgroß, aber für mich genau die richtige Größe für ein EDC-Messer. Die Schalen haben eine Länge. Also der Griff hat eine Länge von 9,8 mm, Zentimeter natürlich, Entschuldigung. Und wir haben eine Gesamtlänge von 17,4 cm. Wie gesagt, für den Alltag im urbanen Bereich ein perfektes EDC-Messer. Der Clip hier ist nicht original, den habe ich von dem Civivi abgeschraubt und hier hingemacht. Ich finde, das passt optisch, weil der hier schon so leicht abgenutzt ist. Das passt einfach zu den Micarta-Schalen. Und ja, der originale Griff, da muss man sagen, ja, der ist nicht so schön. Und der ist so ein bisschen klapprig. Ich zeige euch mal. Den habe ich jetzt hier auf dem Civivi drauf. Ich finde, zu dem Messer passt er auch etwas besser. Ja. Der ist halt so leicht beweglich und so. Der hat mir jetzt hier nicht so gefallen. Jedes Mal, wenn man das Messer mit dem Button Lock aufgemacht hat, hat der Clip hier etwas nachgegeben und ja, hat einen billigen Eindruck ein bisschen gemacht. Ja. Aber das macht ja nichts. Bei knifestock.de gibt es das Messer gerade im Angebot. Ich habe das damals für 63 Euro gekauft und der Normalpreis liegt um die 100 Euro. Jetzt gerade könnt ihr es für 60 Euro ergattern. Also ich kann es echt nur empfehlen. Mit der schwarzen Hardware, dem Button Lock, der funktioniert wunderbar. Wenn man das Messer mit dem Daumenpin öffnet und dann den Button Lock betätigt, dann hat er einen ganz leichten Lockstick. Aber ist jetzt nicht so schlimm. Man merkt es echt nur ganz leicht. Komischerweise, wenn man das Messer mit dem Button Lock aufwirft und wieder zumacht, hat das Messer keinen Lockstick. Woran das liegt, fragt mich nicht. Ich weiß es echt nicht. Ansonsten, was gibt es noch zu sagen? Ist natürlich sehr scharf und die Qualität ist wirklich hervorragend. Also die Klinge steht mittig und wie gesagt, das Messer läuft butterweich. Ich habe es irgendwann mal ein bisschen nachgeölt mit einem Bökerstick. Böker Pen heißt er, genau. Ja, und mit der Zeit hat sich das Messer richtig gut eingespielt, kam aber auch schon vom Abwerk sauber verarbeitet.
Machen wir noch einen kurzen Größenvergleich. Und zwar gerade mit dem Civivi, da haben wir fast die identische Länge, auch die Gesamtlänge ist fast identisch. Wer das Civivi kennt, kann sich hier ungefähr mal ein Bild machen. Auch die Klinge ist fast gleich lang, der Griff auch. Wer das Civivi natürlich nicht kennt, Victorinox Pioneer kennt jeder. Da sieht man ungefähr die Länge, kann man sich dann ungefähr ein Bild machen. Ja, was gibt es noch zu sagen? Nachdem ich mir dieses Kaiser geholt habe, war ich guter Dinge und habe mir dann noch das Kaiser Begleiter bestellt. Kaiser Begleiter 2 auch mit dem Button Lock. Und da muss ich sagen, war ich ein bisschen enttäuscht. Ich habe es jetzt extra noch nicht abgeschickt, zurückgeschickt, weil ich es euch zeigen wollte. Ich lege das mal kurz zur Seite. Ich hoffe, ich kriege es auf Kamera, aber hier sieht man schon, die Seite hier, die wurde hier am Klingenrücken. Moment, wenn der Fokus kommt. Die wurde irgendwie nicht sauber gebrochen. Was machst du denn jetzt? Sieht man es vielleicht ein bisschen. Wie gesagt, das Licht hier ist nicht so optimal. Und auch die Klinge. Wenn man das sieht hier auf der linken Seite, ja, das ist einfach kein sauberer Anschliff. Spitze ist nicht sauber und das hier regt mich am meisten auf hier mit der angebrochenen Klingenrücken und auf der Seite ist einfach nicht angebrochen und ja, ansonsten die Action ist natürlich wunderbar. Optisch macht es auch was her, das Messer. Gefällt mir sehr hier mit den Mikata-Schalen. Ja, das geht aber auf jeden Fall zurück. War ich etwas traurig, das wollte ich für die Arbeit eigentlich nehmen, weil ja, da sieht man halt den Schmutz halt nicht so sehr und dadurch, dass die Klinge beschichtet ist, sieht man halt ja die Abnutzung. Merkt, sieht man zwar die Abnutzung mehr, wenn man die Beschichtung ein bisschen abgeht, aber ja. Wie gesagt, war ein bisschen enttäuscht. Das geht jetzt auch auf jeden Fall wieder zurück. Das war sogar auch teurer wie das Original XL. Ich denke jetzt nicht, dass man Angst haben muss, sich ein Messer bei Kaiser zu bestellen, weil ich habe auch noch ein paar andere Modelle und die sind eigentlich alle super verarbeitet. Ich denke mal, das hier ist wirklich eine Ausnahme. Aber ja, schon traurig, weil ansonsten gefällt mir das Messer echt sehr gut. Was ich noch beim Original vergessen habe, wir haben hier einen Vollflachschliff und ja, wie gesagt, es kam ab Werk wirklich sehr, sehr scharf. Kann man gar nicht meckern. Wurde jetzt auch schon, wie gesagt, 2 Monate von mir genutzt und ist immer noch sehr scharf. Ist übrigens mein Spickzettel. Na gut, Leute, als nächstes stelle ich euch der Bestech Man Good Boy vor. Das hat jetzt als letztes den Weg zu mir gefunden, was auch wirklich ein sehr, sehr cooles Messer ist. Tut mir leid wegen dem Fokus, ich weiß gerade nicht, was los ist. Kriegt das einfach nicht gefangen. Wahrscheinlich, weil der Hintergrund so sehr mit dem, mit der Griffbeschalung übereinstimmt. Alles klar, Leute. Vielen Dank fürs Vorbeischauen. Wie gesagt, ich versuche jetzt wirklich, mich ein bisschen dahinter zu hängen, ein paar Videos mehr aufzunehmen und hochzuladen. Ich habe echt cooles Zeug, was ich euch zeigen will. Und in meinem Freundeskreis bin ich eigentlich der Einzige, den hier das Messerfieber erwischt hat. Und ich kann meine Leidenschaft mit niemandem teilen. Von dem her hoffe ich mal, dass ich mich jetzt ein bisschen dahinter klemmen kann und euch noch cooles Zeug vorstellen kann. Wie gesagt, vielen Dank fürs Vorbeischauen. Und ja, man sieht sich. Ciao.